So, also ich brauche jetzt so eine doofe Notruftelefon-Dings. Haben wir die eingezeichnet? Ups, hier haben wir eins. Hier, das sieht doch gut aus. So. Dann fahren wir einfach ein bisschen rückwärts, ne? Easy. Ich darf in Bayern nicht zur Polizei. Man muss 1,65 sein. Also ich weiß nicht, ob sie es inzwischen geändert haben. Türen sind blockiert. An alle Einheiten. Es hat einen Auffahrunfall gegeben. Wieso das denn? Weiß ich nicht. Aber zu der Zeit, wo ich wirklich mal überlegt habe, ob ich das mache, durfte ich nicht. Hier spricht die Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Wagen 1 hier. Die Notrufsäule auf der A106 in der Nähe von Oberfelkau funktioniert einwandfrei. Um die haben wir uns schon Sorgen gemacht. Danke fürs Überprüfen. Kein Problem. Tschüss. Oh, jetzt ist... Also, die haben es runtergemacht? Sehr gut. Scheiß, auf meinem Perso steht 1,59. Aha, Auge zugedrückt. Ich sag einfach, ich bin gewachsen. Und dann strecke ich mich einfach ein bisschen so. Einfach ein bisschen, also die Arschmuskulatur an Dingsen und dann kommt man einen Ticken höher. Easy. Laufe 1 Kilometer. Bin ich bescheuert oder was? Verkehrskontrolle in der Nachtschicht. Ich weiß nicht mal, wie Nacht wird. Wie komme ich denn zur Nachtschicht? Die reden die ganze Zeit von irgendeiner Tageszeit. Bei mir ist immer... Oh. Ich muss das selbst einstellen. Wir jagen Gauder. Freund von mir abgelehnt, weil er zu intelligent war und beim psychologischen Test zu gut abschnitt. Vielleicht hatten sie Angst, dass er zu viel, also zu gut spricht und so. Dass er kein Verständnis für doofere Leute hat, dass er das nicht gut erklären kann dadurch oder so. Der wollte abbauen, oder? So, Sir? Hallo. Guten Tag, wie kann ich behilflich sein? Es ist Nacht. Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Der muss besoffen sein. Drogen oder so. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Die macht mir voll Angst. Oliver? Der Fahrzeugschein fehlt. Wir werden Ihre Daten überprüfen. Bitte warten Sie einen Moment. Die Prüfung der Daten ergab keine Auffälligkeiten. Wir sind hier fertig. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Alles Sie einen Moment. Frauen. Also, ja, hier funktioniert alles, danke. Sehr gut, schön. So, jetzt zeigen wir mal die Ladung. Autobahn-Polizeisimulator für Dovis? Der macht sich über mich lustig, oder? Das ist Beamtenbeleidigung, oder? Ist da eine Leiche drin? Entschuldigung, sind Sie ein Schwerverbrecher? Sind Sie ein richtig schlimmer Schwerverbrecher, Sir? Ich kann da nicht drücken. Wieso? Ich kann nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Ich glaube, der ist böse. Ich glaube, der ist richtig böse.
Sir. Vielen Dank für Ihre Geduld. Alter, meine Augenbrauen. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Entschuldigung. Schlaf gut, Klebi, träum mal Schönes. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Na, also wir hatten vorher schon eine 1,83 oder so. Also, das ist ja nicht so viel. Soll ich Drogen auch noch untersuchen? Na, ich meine, komm. Ja. Sie sind den Führerschein erstmal los und begleiten uns zur Wache. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Was? Sofort hängen. Exekutiert ihn. Ich finde das so lustig, dass bei Lösungen da steht, hätte festgenommen werden müssen. Ja, deswegen habe ich ihn ja festgenommen. Hä? So, weil ich jetzt Angst habe, dass das nochmal kaputt geht, ne? Wir machen jetzt schön so. Wir fahren da hin. Hier. Und so hätte es eigentlich aussehen müssen beim letzten Mal. Zu leicht genommen, was? War halt nicht Nacht. Ich bezweifle, dass es daran liegt, aber okay. Am liebsten würde ich diesen Tag aus meinem Gedächtnis streichen. Kann ich nachvollziehen. Jeder möchte das. Nur würde dann niemand diese Idioten aus dem Verkehr ziehen. Also erinnern wir uns lieber daran und sorgen dafür, dass das hier niemals wieder passiert. Du sagst es. Aber bevor du dich den ganz großen Fischen widmest, kümmern wir uns erst einmal um die kleineren. Womit du mir indirekt sagen willst, dass mein Rang noch nicht hoch genug ist, um bei diesem Fall mitmischen zu dürfen. Exakt. Wie gut, dass du zwischen den Zeilen lesen kannst. Also, wollen wir? Dein Rang verbessert sich schließlich nicht von allein. Die Augenbrauen machen einfach... so. Hier ist nix, okay. Alter, die Performance im... Also, nee. Gelegentlich verlieren Fahrzeuge ihre Ladung oder die Fahrbahn ist verschmutzt. Beseitigt die Hindernisse, damit der nachfolgende Verkehr nicht länger gefährdet ist. Gucken wir mal. Wir räumen jetzt mal eine Straße frei. Oh mein Gott. Blubbelt. Es blubbelt. Die ganze Rechenleistung geht für die Augenbrauen drauf. Würde einiges erklären, ja. Was eigentlich, also nur so eine Frage. Fotografiere ein Wahrzeichen. Ernsthaft jetzt? Hier gibt es auf dem Weg ein Wahrzeichen. Wo muss ich denn hin? Ein Fahrzeug hat auf der Autobahn Ladung verloren. Wer kann sie aufsammeln? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Ja, also. Wir gehen dahin, fotografieren kurz und dann gehen wir auf die andere Seite und machen das. Gut, dann haben wir hier jetzt... Machen wir ein Foto. Wäh. Oh Gott. Und dann... Von was eigentlich? Von was eigentlich? Ah! Und warum muss ich das jetzt so klein machen? Die anderen muss ich alle immer so riesig fotografieren. Jetzt beamen wir uns auf die andere Seite.
Hallo Bluescreen. Auch nicht gut als Polizist. Nee, da, also da habe ich einen Fitnesstest nicht also bestanden, glaube ich. Wieso ist da so eine lange... Schnubbelbubbel? Ich meine, das ist doch schon abgeschlossen. So, hallo Leute, ich bin die Putzkolonne. Wow, das be- da. Ernsthaft? Ich kann nur ein Buch tragen, okay. Oh mein Gott, also wie langsam sie sich auch bückt. Okay. Okay. Achtung, wir sind schon 80. Wir machen unseren Job aber aus Liebe, okay? Gott, sind wir gut. Du musst dir nicht die Hände schmutzig machen. Dafür gibt's den Besen. Du musst dir nicht die Hände schmutzig machen. Jeder denkt, ich helf dir, ich mach das für dich. Nimm doch einfach den Besen. Niemals mit der Beförderung. Alter Hans, weißt du, du könntest auch einfach in der Zeit, wo ich hier 3 Bücher mühsam in den Dings da gelegt habe, hättest du dir den Besen schnappen können und einfach mal putzen können. Arschloch. Nee, das wollte ich nicht. Ist das der Besen? Ja, gut. Sehr gut. Leute, wir sind fertig. Oh. Oh, warte mal. Ich habe den Unfall nicht gesichert. Wartet, es ist zwar jetzt sauber. Ich muss den Unfall sichern. Ich weiß doch nicht, was für ein Unfall da war, aber hey. Arbeiten bis 74 Simulaten 2023. Mhm. Alter, willst du mich verarschen? Boah, das ist ja meine Lieblingsbeschäftigung. Die liebe sie schon, wär's klar. So, jetzt darf ich fahren. Tschüss. Gut. Perfekt. Da kannst du so die Klappe halten. Nee, also der Hans und ich, wir sind halt, also wir sind so ein verkapptes Liebespaar. Streichle 1 Hunde. Ich hab keine Lust. Ich will jetzt Rang 7. Gib mir Rang 7. Rang 8 meine ich. Ein kleiner Unfall. Macht das Sinn, wenn ich alles kaufe? Nee, ne? Erwerbe Zivilfahrzeug. Klar. Okay. Bestrafe 2 Fahrer. Okay. Ja, das Problem ist, ich krieg hier keine Zivilkontrolle, weil, also... Oh! Ha! Jetzt könnt ihr aber nicht sagen, dass das mein Fehler gewesen... Alter, willst du... Also... Hallo, was macht der da? Highway Patrol 3-Echse reagiert nicht mehr. Also der ist selbst im Spiel zu wild gefahren, huh? Es ist plötzlich Tag, aber damit kann ich leben. So. Wir müssen ja nur wieder so einen finden. Alles gut, das wird schon.
Einsatzfahrzeuge. Auf der A56 liegen Gegenstände auf der Fahrbahn. Wer räumt auf? Ich nicht. Warte, da rot. Da ist rot. Hier Wagen 9. Wenn es kein anderer machen will, müssen wir wohl ran. Schickt uns bitte die Position. Hallo? Der wollte. Wie die alle abhauen wollen? Die haben alle Dreck am Stecken, ich sag's euch. Einen schönen guten Tag. Tag auch. Wieso haben Sie mich angehalten? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Die hat aber Augenringe. Keller Corinna. Okay, das stimmt erstmal. Okay, ja. Dann brauche ich noch einen Nachweis zu Ihren Lenk- und Ruhezeiten. Mit den Zeiten scheint alles in Ordnung zu sein. Sieht alles in Ordnung aus. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Was mache ich eigentlich, wenn die Alkohol dabei hat? Also ich meine, das ist zwar Cola, aber... Also... Ich meine, das ist ja ein LKW, also die transportieren das ja. Ist es dann auch okay, dass ich da einen Alkoholtest mache? Warte, hast du es jetzt gesehen? Untersuchen? So. Gute Tarnung, einfach mein LKW mit Alkohol fahren. Ja, ne? Mit Alkohol. Okay. Das ist aber mehr als sonst. Überladen. Na, also. Eieiei. Typisch Frau. Immer zu viel mitnehmen wollen. Eieiei. Kann ich nicht gucken, ob da auch was drin ist, was da reingehört? Industrielle Stoffe. Das zählt schon als industrielle Stoffe, oder? Sag mal, kann ich mit rausgehen, bitte? Ist schon, oder? Oder? Ich meine... Also die meinen nicht Stoff. Also die meinen halt, ne, also... Stimmt das? Nein, man, keine Ahnung. Aber es ist halt auf jeden Fall überladen. So, da bin ich wieder. Oh, ich habe die Lichter nicht geguckt. Wir sind fast fertig. Ich habe die Lichter noch nicht geguckt. Moment. Bitte warten Sie kurz. Ich muss Ihr Fahrzeug kontrollieren. Vielen Dank für Ihre Geduld. Ja, komm. Fahrzeug überladen, was mache ich jetzt? Ich meine, da... Ich muss ein Bußgeld verhängen. Okay, gut. Weil es, also normalerweise ist hier so ein Zeichen von Geld, ne? Strahlungswarnzeichen auf den Fässern. Ja, sie darf das. Muss ja auch abtransportiert werden. Will sie viel drauf haben? Und der LKW ist auch zu schwer. Wow! Okay. Wir suchen neue Opfer. Überladung nicht abstellen. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass das, also... Also, ich habe halt die... Weiterfahren, Bußgeld und also aufs Revier. Wow. Ich glaube, nichts davon hat gezählt. Also Bußgeld war noch das Erste. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sofort... Aha! Na,
Na, das ist ja gut, dass wir eh schon hier sind, nicht wahr? Nuka-Cola. Ach stimmt, die hat ja einen Soda. Oh, stimmt. Na gut, das ist halt... Guten Tag. Guten Tag. Wie kann ich behilflich Guten sein? Guten Tag. Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Bitte zeigen Sie mir Ihre Papiere. Busch Frank. Sieht alles in Ordnung aus. Also ich würde gerne mal, Ihr ne? Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Ja, und deswegen don't judge a book by its cover, okay? Das also muss nicht immer das, also, ne? Also müsst ihr halt, also... Ihr seid viel zu judgy. Sieht nicht sehr buschig aus. Naja, der, also der, die Rotzbremse war schon, also... Bremslicht und Blinker! Vorne und hinten! Ich verstehe nicht, wie das funktioniert, aber da steht eine 24. Ich glaube, es ist gültig. Aha! Ja, da fährt sich's gleich besser, nicht wahr? Wie mache ich denn, wenn ich Bußgeld und Gefängnis? Dogtails, So kriegen sie eine lange Banane? Ein Horn namens Willi? Wir reden nicht darüber. Damit ist die Kontrolle fast beendet. Der Monat, der oben steht, ist, wenn die Prüfung fertig ist. Ah, okay. Ich dachte mal da, wo die Ritze ist. Aber das war mal so und mal so. Deswegen hab mich das mal verwirrt. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Wenn es denn sein muss. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie irgendwie ein Onkel von Henno oder so. Also als... Also ich muss doch Bußgeld verhängen. Das ist viel. Unglaublich, dass Sie in diesem Zustand überhaupt noch Auto fahren konnten. Oh. Ja, ich kann jetzt... Sie sind den Führerschein erstmal los und begleiten uns zur Wache. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Das ist ein ganz schönes Säuferstädtchen da, ne? Also das, ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch gutheißen kann. Wo in Bayern liegen. Ey, das war gerade kein Bier, das war Whisky oder Rum oder sowas. Wenn du eine Figur in dem Spiel wärst, würdest du dich denn nicht besaufen? Oh, Hans will mit uns flirten. Okay, Hans, was gibt's? Howdy. Was ist? Und? Was ging bei dir so während meiner Abwesenheit? Ich habe gearbeitet. Ja, und sonst? Du bist doch nicht immer am Arbeiten. Doch, eigentlich schon. Und was sagt deine Frau dazu? Gar nichts. Wir haben uns getrennt. Kopf hoch. Dafür hast du jetzt ja mich. Wir sollten professionell bleiben. So war das doch überhaupt nicht gemeint. Was? Wartet. Mir fällt, also ich habe gerade nichts Besseres. Wartet. Nee, ich habe leider nichts. Blöd. Also. Ich würde gerne jetzt ein Bußgeld schaffen. Das ist schon wieder das falsche Auto. Direkt Kopf. Nee, der schäkert auch mit mir. Das ist nur so ein Hin und Her.
nicht. Doch, doch, Spiel des Jahres. Doch, doch, auf jeden Fall. Okay, also, ich will jetzt ein Bußgeld. Du bist mein... Wow! Du bist mein Bußgeld. Ich sehe das. Hallo, du musst schon... Ist da gerade jemand noch hinten drauf gefahren? Nee, Sounds auf Null habe ich nicht gestellt. Das habe ich nicht, also... So wie Sirene oder so. Guten Tag. Guten Tag. Habe ich was falsch gemacht? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Ich würde gern Ihren Führerschein und die Fahrzeugpapiere sehen. Bitte hab nicht gesoffen. Oder Drogen konsumiert. Bitte einfach nur irgendeinen abgelaufenen Kasten. Sieht alles in Ordnung aus. Die war doch schon vor 2 Stunden betrunken. Ja, vielleicht ist es ja jetzt nicht mehr. Ich werde Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Wieso ist das jetzt gelb? Wieso ist das gelb? Weil es hat... Also hat jedes Jahr... Nein, okay, gut. Och, komm schon! Mann, Uschi! Ey, die säuft nur noch! Welches Jahr, welche Farbe ist dieses Jahr? Und es wäre auch noch... Oh, bitte hab keinen Alkohol getrunken. Also, oder nur ganz wenig wenigstens. Vor 2 Stunden waren da noch ein paar drin. Stimmt, die hat einen Bierkasten, ja. Rosa? So, da bin ich wieder. Wir sind fast fertig. Sind Sie mit einem Atemalkoholtest einverstanden? Da komme ich doch sowieso nicht drum rum, oder? Endlich mal eine, die es einsieht. Und die es versteht, endlich. 0,09. Oh. Oh. Sie sind noch unter dem Grenzwert. Aber sparen Sie sich am besten auch das eine Glas, bevor Sie das nächste Mal ins Auto steigen. Ja, also die 5 Charaktere, die es gibt, die kennen wir schon, ja. Kontrolle beenden. Bußgeld. Für die Verstöße bekommen Sie ein Bußgeld. Ja. Was brauche ich jetzt noch? Nee, kleine Unfälle will ich nicht. Rang 9. Geschwindigkeit. Sammle 1 Quid. Was ist eigentlich, wenn ich alles schon gesammelt habe? Also hätte. Was ich ein bisschen blöd finde, dass du so viel grinden musst, bis du eine Spezialmission kriegst. Ich meine, man spielt das wegen der Spezialmission, oder nicht? Weil also... Wegen dem Spaß. Es ist halt wie bei jedem... trashigeren Simulator leider so, dass es irgendwie so die Langzeitmotivation, ne? So. Andere. Jetzt fahr doch mal zu schnell. Was? Sag mal, was ist das? Als ob du 100 fährst. Okay. Warte, ich muss kurz beschleunigen. An alle Einsatzfahrzeuge. Auf der A41 Richtung Leibhausen befinden sich auf der Höhe der Raststätte Personen auf dem Seitenstreifen. Sie dürfen nicht auf die Fahrbahn geraten. Wer ist in der Nähe und kann überleben?
Ja, ich wollte es machen. Danke, beeilt euch. Ich wollte es machen. Warum darf ich die nicht sichern? Als ob die alle so langsam fahren. Komm schon. So, was musste ich noch machen? Ein Quietscheenten, okay. Wo bin ich? Oh, hier hinten war eine Quietscheente. Hier ist auch eine Quietscheente. Dann fahren wir jetzt zur Quietscheente. Geschwindigkeitsmessung lieber in Zivil, oder? Mir geht's nur um den Fortschritt. Mir geht's nicht darum, dass ich jemanden schnappe. Ich bin nett. Ich möchte einfach nur, dass ich einen Rang aufsteige. Ja. Aber die bremsen tatsächlich alle, sobald ich in die Nähe komme. Also, das ist wohl mit Absicht, ja. Für weitere Rangleien. Yep. Weitere Kühe. Ein episches PvP. Ja, ich hatte noch gar keinen, also, Überfall und keine Geiseln und so. Ich hatte nur eine Kuh. Und Öl. So, da ist doch das Quietschehändchen. An alle Einsatzfahrzeuge. Ein Transporter wird verdächtigt, Schmuggelware geladen zu haben. Er soll zurzeit auf einem Rastplatz an der A50 stehen. Wer kann ihn überprüfen? Wagen 6 hier. Wir fahren dahin und übernehmen das. Ich wollte... Mann, ich darf nicht die coolen Sachen machen. Ich darf nur die Kacke machen. Ups. Och, ein Entchen. Sie macht mir Angst. Eins Fahrschulherausforderung. Okay, hier. Oh, ein Entchen. So, aussteigen. Und dann machen wir eine schöne Fahrschul-Mission. Hier, da und danach darüber. Gott, die läuft so. Also nee. Nee, echt nicht. Autofahren ist echt unbequemer. Angenehmer. Einfache Kurven, viele Hindernisse, schwere Kurven. Rampen. Ich will nicht wissen, nicht spoilern. Mach. Seitlichen 360 laufen. Nehmen wir ihre Wendewege sind so. Was muss ich jetzt machen? So. Huh. Gar kein Problem für mich. Ich meine easy. Easy, easy. Oh. Ich kann das. Hä? Das war schon umgefahren. Wie kann das zweimal zählen? Wieso zählt das denn zweimal? Ich kann doch auch jemanden nicht zweimal überfahren. Also, wenn er tot ist. Zweite war die Zeit. Nee. Mit dem Zivil. War das nicht gerade mit dem Zivilwagen? Ach so. Streifenwagen. Ich habe Zivilwagen gelesen, habe aber Streifenwagen verstanden. Naja. Schwere Kurven, viele Hindernisse. Let's go. Mal gucken.
okay, das sind wirklich scharfe Kurven. Achso, ich vergesse immer, dass sie mir das zeigen und ich es abbrechen kann. Ja, sie wie mit dem Streifenwagen fährt. Richtig! Also. Die Aerodynamik in der Luft könnte man auch kalibrieren. Ja, also deswegen fahre ich auch mit dem SUV. Oh! Das zählt nicht. Gut, sehr gut. Das zählt nicht, das Pinöpelchen. Easy. Ich fahre hier so langsam durch, aber ich meine, wie soll ich denn auch schneller fahren? Also weiß ich wirklich nicht. Also, wenn jetzt irgendwo Gas geben steht, dann raste ich aus, ne? Überlegt euch, was ihr schreibt. Hä, das zählt alles nicht? Lurker? Mein Controller besser. Habe ich noch nicht getestet, tatsächlich. Serpentinen. Sehr schön. Danke. Reingelegt. Sehr gut. Das spoilert ja jetzt schon. Ah, du bist bestimmt hier, um unseren Status zu den Rasern zu überprüfen. Genau. Wie steht's? Wir haben uns Aufnahmen von der Tankstelle besorgt und dort mit den Leuten gesprochen, aber... Habt ihr dadurch schon neue Erkenntnisse? Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Keine brauchbaren Zeugenaussagen. Die Aufnahmen der Kameras sind zu unscharf. Wie wär's mit neuen Kameras? Weitere Zeugenaussagen haben nichts gebracht? Nein, die Spuren verliefen leider alle im Sand. Also stehen wir wieder am Anfang. Ganz so würde ich das nicht sagen. Es ist ein Anfang. Allerdings brauchen die Ermittlungen einfach noch etwas Zeit. Also schön. Aber ihr meldet euch, wenn es was Neues gibt? Aber natürlich. Du erfährst es zuerst, wenn es in diesem Fall Fortschritte gibt. Aber natürlich. Die reden alle so seltsam manchmal. Okay. Okay, was? Sie sagen es auch nicht unseltsamer. War irgendwas los in letzter Zeit? Hast du das Spiel gesehen? Nee, Fußball ist nicht so meins. Da haben wir ja schon wieder was gemeinsam. Wo soll das nur hinführen? Wusste es. Schade. Ich hatte gehofft, dass sich außer mir doch noch jemand für Fußball interessiert und vielleicht mal mit mir ins Stadion geht. Warum eigentlich nicht? Auf das Stadion hätte ich schon mal Lust. Die schnappen wir uns, Chat. Das kannst du aber ohne mich machen. Hä? Warum sollte ich dich mit... immer aneinander kleben. Ja, vielleicht will ich sie... Er verbringt gern seine Zeit mit mir. Auch wenn er ständig etwas anderes sagt. Das glaube ich auch. Dann musst du ihn wohl doch überzeugen, mitzukommen, damit er mal an etwas anderes als bloß an die Arbeit denkt. Sie hat kein Interesse. Habe ich hier eigentlich auch noch ein Wörtchen mitzureden? Nein. Man kann flirten? Nee, man muss flirten. Also das wird dir aufgezwungen. Howdy. Was gibt's? Gibt's denn nichts, das du mir erzählen willst? Nicht wirklich, nein. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Also, naja. Also, weiß ich nicht, wenn Hans einem sagt, also, der heißt übrigens eigentlich Stefan, aber Hans einem sagt, ja, bring die Kühe, also treib die Kühe ins Gehege. Du hast doch so eine schöne Stimme. Da klappt das doch bestimmt, ist schon ein bisschen, also... Schlafe mit fünf Kollegen. Was los in letzter Zeit? Ach, im Moment passiert nicht viel. Dann vielleicht beim nächsten Mal. Also da, für die Kamera, das war, also, Kamera. Vor allem, da ist ja nicht mal was. So. Oh, mein Hintern tut langsam weh. Hä, die sind einfach voll nebeneinander. Wie spät ist es denn? Kommt, eins geht noch. Eins geht noch. Ja, man kann sie wegschieben. Aber muss man wahrscheinlich auch, weil sie sonst einfach alles blockieren. Wieso steht das jetzt da? Wusste, das zählt? So, also, SUV.
Wenn einer noch muss. So, wir machen das noch. Das ist doch die richtige. Ja, perfekt. Ich bin froh, dass ich nicht alles fahren muss. Das Fahren macht nicht so viel Spaß, okay? ach da. Du beobachtest eine vermeintliche Verkehrskontrolle. Allerdings scheint außer dir und deinem Partner gerade niemand auf diesem Abschnitt der Autobahn in Zivil unterwegs zu sein. Hey, fahr mal da vorne ran. Hm? Wieso das denn? Macht der Typ da etwa eine Verkehrskontrolle? Schon wieder Hennos Onkel. Aus. Sein Outfit ist aber schon etwas seltsam, oder? Das Licht ist nicht kaputt. Ist es wohl? Sie haben es doch überhaupt nicht geprüft. Wieso eiert der Sound? Wissen Sie was? Reparieren Sie einfach das Licht. Ich muss jetzt weg. Gute Fahrt. Der hat es auf einmal aber sehr eilig. Warum eiert das? Sie hauen immer ab. Wir müssen hinterher. Ganz ruhig. Der Herr hier kann uns vielleicht erklären, was überhaupt los ist. Zur Not fahren wir hinterher nach dem Typ von eben. Das wird, die leiert. Die Musik leiert komplett. Entschuldigung, Sir. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Können wir uns kurz mit Ihnen unterhalten? Wie heißen Sie? Ich heiße Philipp Lerner. Aber ich wurde doch gerade schon von einem Polizisten angehalten. Was ist denn jetzt noch? Genau darum geht es. Was hat Ihnen dieser Polizist vorgeworfen? Dass meine Lichter kaputt sind. Dann meinte er, bezahle ich bar auf die Hand, wären es nur 150 Euro und ich bekäme keine Anzeige. Sie wollten vermutlich darauf eingehen? Ich habe nur kurz drüber nachgedacht. Wegen der Anzeige, wissen Sie? Aber zugesagt habe ich dem nichts. Das war auch richtig so. Wir gehen der Sache weiter nach. Den erwischen wir noch. Und Sie, Herr Lerner, fahren am besten zur Wache und machen dort eine Aussage. Toll, er wollte sich eigentlich den Ärger sparen und jetzt muss er... Fahr schon mal los. Wir finden den schon. Ich sehe, wie lange sowas dauert. Ich erstatte der Zentrale erst einmal Bericht. Vielleicht können die etwas Licht in die Sache bringen. In Ordnung. Also ich weiß es nicht, weil ich noch nie eine Zeugenaussage gemacht habe, aber... Leitstelle hört. Wir haben gerade eine verdächtige Person gesehen, die eine Verkehrskontrolle durchgeführt hat. Sind außer uns noch weitere Einheiten in Zivil? Negativ, Wagen 1. Eigentlich solltet ihr die Einzigen sein. Eigenartig. Wir nehmen die Verfolgung auf. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Verstanden. Ich hätte gern ein SUV als Zivilwagen. Danke. Was meinst du? Kollege oder nicht? Ich glaube eher nicht. Wetten wir? Du wettest also, dass er einer nein! von uns ist? Oh, du wettest wohl nicht dagegen. Nein, das mache ich ganz sicher nicht. Der Typ war mir einfach zu dubios. Du findest alles dubios. Der war aber besonders dubios. Mhm. Bin ich dumm? Bin ich dumm? weil die fliegt, die schwimmt, die Steuerung ist komisch. Halte dich innerhalb der Markierung, um dem Fahrzeug unauffällig zu folgen. Fällst du zu weit zurück, musst du dringend Gas geben, damit du das verdächtige Fahrzeug nicht verlierst. Fährst du dem Verdächtigen zu nah auf, alarmierst du ihn damit. Lass dich schnell zurückfallen, bevor er merkt, dass du ihn verfolgst. Sieht so aus, als hätten wir unseren Polizisten gefunden. Dann folgen wir dem mal. Was ist gerade passiert? Komm, gib Gas. Der Kerl hat schon einiges an Vorsprung. In Ordnung. Wie finden wir eigentlich raus, ob der Typ für Leitstelle, ein Falscher? Ganz einfach. Wir stellen ihm eine Falle und hinterfragen seine Methoden. Eigenartig. Wir nehmen die Verfolgung auf. Ja, aber wie kann ich denn scheitern, ohne dass sie... auf sich hat. Naja. Dann bremst mich doch wenigstens für den Tutorial-Text aus. Was meinst du? Kollege oder nicht? Ich glaube eher nicht. Wetten wir? Du wettest also, dass er einer von uns ist? Nein, immer noch nicht. Oh, du wettest wohl nicht dagegen. Nein, das mache ich ganz sicher nicht. Der Typ war mir einfach zu dubios. Du findest alles dubios. Der war aber besonders dubios. Also ich gebe kein Gas mehr gerade. Dabei bin ich so langsam unterwegs. Ich weiß gar nicht, was die haben.
Okay, ich bremse jetzt ganz stark. Sieht so aus, als hätten wir unseren Polizisten gefunden. Dann folgen wir dem mal. Komm, gib Gas, der Kerl hat schon einiges an Vorsprung. Ja, ich bin doch dabei. Ich mach ja schon. Wie finden wir eigentlich raus, ob der Typ ein Falscher ist? Dir ist schon klar, dass wir zurückfallen, oder? Ich bin doch nicht blind. Ganz einfach. Ich kann nicht mehr als W drücken. Wir stellen ihm eine Falle und hinterfragen seine Methoden. Wenn er die Regeln nicht kennt, ist er kein echter Polizist. Wetten, der bremst gleich einfach so übel. Alter, ist ja langsam, der Wagen. Die Beschleunigung ist halt gar nicht gegeben. Unauffällig ermitteln ist nicht so dein Ding, oder? Wir sind zu nah. Ich hab gebremst, ich kann nicht mehr als S drücken für Bremsen. Wieso fahrt ihr schon wieder alle so komisch? Das ist voll auf Drogen. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie kann ich denn näher kommen? Ich gebe nicht mal mehr Gas. Wie langsam fährst du das eine Autobahn? Also das nächste Mal, wenn ich also jemanden verfolgen soll, will ich mir bitte aussuchen, wen ich verfolge. Und sonst so? Was macht ihr so an so einem schönen Sonntag, Nachmittags, also Autofahrkurs-Ding? Also wir machen hier ein bisschen Sightseeing, ne? Hau mal ab da. Oh, der. Was macht der denn da vorne? Warte mal, nicht weniger als jetzt verboten. Fahr ihm nach. Aber bitte unauffällig. Wir sollen nicht gleich merken, dass wir ihm auf der Spur sind. Ja, ja, ich versuch's mach sowas ja. Doch auch nicht zum ersten Mal. Aber wie kannst sonst du jemandem unauffällig folgen, der 60 auf der Person. Autobahn fährt? Vertrau mir einfach. Ich krieg das hin. Also, ich weiß nicht. Ich hab den Fall schon doppelt. Guten Tag, Mörs von der Polizei. Ich muss mal ein Wörtchen mit Ihnen reden. Herr ich Mörs, mit dir auch. Wie können wir weiterhelfen? Mir sind diverse Mängel an Ihrem Fahrzeug aufgefallen. Wirklich? Das klingt ja gar nicht gut. Muss ich etwa Strafe zahlen? Sieht ganz so aus. Im schlimmsten Fall verlieren Sie sogar Ihren Führerschein. Was konnten Sie denn alles während der Fahrt feststellen? Eins ihrer Rücklichter ist kaputt. Ich war und mit dem dir. Auspuff scheint auch was nicht in Ordnung zu sein. Ihr Fahrzeug sieht aber auch nicht allzu fit aus. Sicher, dass bei uns mehr kaputt ist als bei Ihnen? Wie bitte? Nein, nein. Mit meinem Fahrzeug ist alles in Ordnung. Kommen wir nun zu Ihrem Bußgeld. Ich könnte Ihnen etwas entgegenkommen, wenn Sie in bar bezahlen. Ich dachte, ich bekomme einen normalen Bußgeldbescheid. Oder darf man so etwas neuerdings auf der Straße bezahlen? Hören Sie, Sie scheinen ganz anständig zu sein. Da wollte ich einfach nur nett zu Ihnen sein. Komm, Onkel Henno, wir haben dich durchschaut. Verbrechen. Das reicht noch nicht. Zeigen Sie mir jetzt bitte mal Ihre Papiere. Ach, jetzt schon? Wird sowas nicht sonst zuerst geprüft? Das, ja, aber da wir schon beim Thema Mängel waren... Die nicht wirklich vorhanden sind? Meinen Sie die? Nicht wirklich vorhanden? Haben Sie denn gar nicht zugehört? Zeigen Sie mir jetzt sofort Ihre Papiere. Der klingt ein bisschen wie Clive. Was ist das überhaupt für eine komische Uniform? Gar keine. Ich bin in Zivil unterwegs. So kommen wir hier nicht weiter. Es wird Zeit, dieses Spiel zu beenden. Sie sind der unseriöseste Polizist, der mir je untergekommen ist.
wenn sie denn überhaupt einer sind. Wir haben von Ihnen nicht eine Verifizierung erhalten. Keinen Ausweis, keine Marke, nichts. Sie sagen das so, als wären Sie selbst von der Polizei. Sind wir auch. Sie allerdings nicht. Wie wär's, wenn Sie jetzt mit uns kommen? Habe ich denn eine Wahl? So unter Kollegen? Wir sind keine Kollegen, werter Herr Mörs. Ich nehme Sie nun wegen Amtsanmaßung fest. Ach, kommen Sie. Können Sie da nicht ein Auge zudrücken? Nein, die Show ist vorbei. Sie sind festgenommen. Tja, dann wollen wir unserem neuen Kollegen doch die Station mal von innen zeigen. Gute Idee. Sie dürfen hinten sitzen, Herr Mörs. Die Handschellen gehören übrigens zum Standard-Equipment der Polizei. Hier, die sind für Sie. Sie dürfen sie auch direkt mal anprobieren. Oh, dieses Geleiere. Kommen Sie mal. Ja. Was ist? Ich habe mir gerade die Papiere unseres neuen Freundes angeschaut. Mhm. Und? Stimmt irgendwas damit nicht? Das nicht. Aber irgendwas beschäftigt dich doch. Ja, es ist sein Name. Mörs, oder? Stefan Mörs. Ach, wirklich? Na, das ist ja mal ein schöner Zufall. Beim nächsten Mal gibt er sich vielleicht nicht mehr nur als falscher Polizist aus, Hans heißt Mörs, sondern gleich als du. Oh, was bist du heute wieder witzig. Wir sehen uns nicht mal ansatzweise ähnlich. Sagen Sie jetzt einfach nichts. Also Hans nachmachen ist schon eine Frechheit. Also, er könnte ja gleich in Bar bezahlen. Gute Idee. Doch, fände ich gut. Einfach 200 km/h. Okay, deswegen fährt man keine 200 km/h. Okay. Alles gut. Wir sind fast zu Hause, Chat. Alles gut. Alles gut. Ich hab... Oh. Puh. Vorsicht! Willst du vielleicht fahren? Nope. Du musst doch lernen, wie man das richtig macht. Eingeparkt! Also, dass die nicht abfallen, ne? In jedem anderen Spiel, also, kann man die umfahren. So. Well. Oh mein Gott. Das hat geholfen. Sehr schön. Pan im Zivil. Nicht schon wieder Pan. Oh, wieder so ein falscher Polizist. Wieder? Ja. Als du weg warst, gab es sowas schon einmal. Und immer wollen sie das Bußgeld einkassieren. Ach, und wofür wollte er das Geld? Aus ähnlichen Gründen. Er wollte seine Schulden bei einem Freund abbezahlen. Wenigstens kann ich behaupten, dass ich unseren falschen Polizisten schön mit seinen eigenen Waffen geschlagen habe. Oh ja, du bist so umwerfend, dass niemand deinem Charme und deiner Intelligenz widerstehen kann. Und du am allerwenigsten. Was? 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 also, still better love story than Twilight. Auch wenn ich Twilight sehr liebe. Hörst du das öfter mit der Ähnlichkeit mit Pan? Also inzwischen nicht mehr so oft, aber... War sehr oft, ja. F öffnen. Als ich dunkle Haare hatte, war es öfter. Die Haare 100% am Ende des Spiels, wenn das so weitergeht. Es ist schon ein bisschen, also, ne? Du bist das nicht. Ich sitze schon wieder so, dass ich hinter den Schmerzen kriege. Was gibt es denn so Neues? Ach, du weißt doch, ich höre mir lieber eure Geschichten an, als mittendrin zu sein. Dann habe ich jetzt eine absolute Knüllergeschichte für dich. So? Lass hören. Kannst du dir zuerst einen falschen Schnauzer aufkleben, bitte? Ganz bestimmt nicht. Was hat denn ein falscher Bart mit deiner Geschichte zu tun? Na alles, der hat die ganze Aufmachung unseres neuen Freundes überhaupt erst perfekt gemacht. Verstehst du, worum es hier geht? Ja. Offenbar ist meine Partnerin der Meinung, dieser falsche Polizist, den wir aufgegabelt haben, sähe mir ähnlich, wenn ich mir einen Schnauzer ankleben würde. Ach, darum!
Darum geht's ja also. Jemand hat sich als einer von uns ausgegeben. Exakt. Der hat einfach Leute rausgewunken und denen dann schön Bargeld abgeknöpft, damit es nicht zur Anzeige kommt. Und was hat das jetzt genau mit Stefan zu tun? Nichts. Er hieß Mörs. Stefan Mörs. Okay, das... Okay. Also wir haben das Gespräch beendet damit. Sehr schön. Gleiches Charaktermodell, aber mit extra Bart. Haben Sie Neuigkeiten für uns? Mir kam zu Ohren, dass es mal wieder einen Betrüger auf unserem Abschnitt der Autobahn gegeben hat. Als einer von uns. Eine Frechheit ist das. Dafür kann er sich auf eine saftige Strafe gefasst machen. Zum Glück haben wir ihn entdeckt und aus dem Verkehr gezogen. Ich wusste zum Glück genau, wie man mit solchen Leuten umgehen muss. Wir haben ihn direkt drangekriegt. Leute wie er ruinieren den Ruf der Polizei. Es fällt den Menschen schwer, uns zu vertrauen, wenn sie wissen, dass es auch Menschen gibt, die sie schamlos ausnutzen wollen. Sehe ich genauso. Im Gegensatz zu uns können viele gar nicht zwischen falschen und echten Polizisten unterscheiden. Sie merken vielleicht, dass ihnen etwas nicht ganz koscher vorkommt, aber die wenigsten trauen sich dagegen anzugehen. Das ist ja leider das Problem. Umgekehrt wäre es für uns ebenfalls unvorteilhaft, wenn niemand mehr der Polizei Respekt erweist. Wie man es auch dreht und wendet, solche Menschen sind einfach ein Problem. Aber es ist gut, dass sie diesen Betrüger geschnappt haben. Einer weniger, der uns und anderen schaden kann. Aber wer weiß, wie viele noch kommen. Das war mit Sicherheit nicht der Letzte. Aber es ist ja nicht gesagt, dass wir die anderen nicht auch erwischen. Da sagst du was. Vielleicht haben die ja irgendwann ein Einsehen. Wie dem auch sei. Gute Arbeit in diesem Fall. Und jetzt machen sie sich wieder auf den Weg. Entschuldigung, kriege ich auch irgendwann Feierabend oder so? Nein? Okay. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Tut mir leid. Das war anmaßend. Hans, du fliegst? Ich fliege auch. Was ist? Gibt es denn gar nichts Neues? Nicht wirklich, nein. Tja, dann vielleicht später. Wie sie immer so voll enttäuscht ist.